Das ist Steve, ich bin Will. Und willkommen zu den Was geht ab Shots. Kokomalu, das ist zurzeit das beliebteste Reborn-Babymodell in Deutschland. Reborns sind Puppen, die aussehen wie echte Babys. Sie dienen kinderlosen Frauen oder welchen, die zum Beispiel ihr Kind verloren haben, als eine Art Ersatz oder als Therapie. Es gibt aber auch Leute, die die außergewöhnlichsten und authentischsten Reborns einfach als Sammlerstücke erwerben. Der Trend begann Ende der 80er Jahre, als die amerikanische Puppenmacherin Joyce Marino beschloss, Spielpuppen zu perfektionieren. Ziel war es, dass sie auf den ersten Blick aussehen wie ein echtes Baby. Dafür nahm sie herkömmliche Puppen auseinander, malte sie neu an, schmiss die alten Plastikhaare weg und knüpfte neue, echte ein und ersetzte die Augen durch Glasaugen. Daher auch der Name Reborn. Eine alte Puppe muss sterben, damit eine neue das Licht der Welt erblicken kann. Es gibt aber auch Kits von Puppenmodellen, die selbst bemalt und zusammengesetzt werden können. Kokomalu ist so eins und kostet 82,70 €. Viele lassen ihre Kits von Reborn-Künstlern zusammensetzen, deren Qualität allerdings stark variiert. Denn es gibt Workshops, in denen man innerhalb von ein paar Stunden lernt, wie man so ein Kit richtig zusammenbaut. Richtige Künstlerinnen lassen sich ihre Qualifikation allerdings zertifizieren. Dafür belegen sie einen 2-tägigen Kurs und lassen sich in Theorie und Praxis prüfen. Anwesend sind ein Sammler, eine internationale Reborn-Künstlerin und ein medizinischer Vertreter, zum Beispiel eine Hebamme. Wenn man sich nämlich nicht auskennt und zum Beispiel zu viel Blau verwendet, kann man der Puppe schnell eine Babykrankheit ins Gesicht malen. Ja, Blausucht. Die Bausätze werden von Modellierern gemacht. Die bekannteste von ihnen in Deutschland ist Elisa Marx. Sie stellt Arme, Beine und Gesicht mit entsprechendem Gesichtsausdruck her. Lachend, weinend, zornig. Elisa Marx sagt, das kann man sich ein bisschen wie Knete vorstellen. Ich arbeite mit Vorlagen von tatsächlichen Babys, bin aber keine Porträtmodellierin. Wenn mir zum Beispiel die Nase beim Original nicht gefällt, dann mache ich mir einfach meine eigene kleine Nase. Sie hat auch die Kokomalu entworfen, die zum absoluten Verkaufsschlager in Deutschland wurde. Wenn sie mit einem Modell zufrieden ist, wird es 50 Minuten lang bei 100 Grad gebrannt und dann reproduziert. Ihr Mann verkauft die Bausätze dann online. Und so, Kinder, entstehen Babys. Das ist ein sehr lukratives Geschäft. Allein 60.000 Kits von Kokomalu werden jährlich bestellt. Man erhält die Einzelteile Kopf, Arme und Beine, die alle aus Vinyl bestehen und in hohl sind. Reborn-Künstler füllen die dann mit Granulat, damit der Kunde ein möglich echtes Tragegefühl hat. Der Rumpf besteht meist aus weicherem Material, damit die Puppe flexibel bleibt. Um es authentischer aussehen zu lassen, kann man aber auch eine Bauch- und Popo-Platte dazu bestellen. Diese schnallt man um den Rumpf und das Baby hat auf einmal Bauch, Po und Geschlechtsteile. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, sein Baby aufzutunen. Zum Beispiel kann man ein Gerät einbauen, das Herztöne simuliert oder Wärme ausstrahlt, sobald man das Baby hochnimmt. Man kann aber auch Puppen in Auftrag geben, die Babygeräusche machen. Passend dazu kann man falsche Tränen bestellen. Außerdem gibt es Duftöl, das die Puppen nach echtem Baby riechen lässt. Die Haare aus Mohair ermöglichen es außerdem, die Puppe zu baden und zu kämmen. Mohair ist übrigens Lamahaar. Lamahaar. Und natürlich kann man allerlei Kleidung erwerben. Mädchen sind übrigens beliebter als Jungs, wahrscheinlich weil es für Mädchen einfach mehr Klamotten gibt. Neben den normalen Reborns kann man sich auch Furchen bestellen. Die kommen dann mit Nabelansatz und Inkubator. Die bläuliche Verfärbung verschärft den Realitätseindruck. Bei der Lieferung erhält der Kunde auch eine Geburtsurkunde, wo der Name des Babys, Gewicht, Größe und Name der Mutter eingetragen sind. Die Käufer der Fake-Babys sind unterschiedlich. Es gibt Männer, die Fotos von sich als Säugling einschicken und danach eine Puppe anfertigen lassen, die sie dann ihrer einsamen Mutter schenken. Den Großteil der Kundschaft machen aber Frauen aus. Das Problem dabei ist, dass sie die Puppe wie ein echtes Baby behandeln und ihren kompletten Alltag danach ausrichten. Auch gibt es immer wieder Anfragen von Frauen, die ihr Baby verloren haben und es als Puppe nachgebaut haben wollen. Manche Modellbauer erfüllen diesen Wunsch, andere nicht. Es gibt auch Paare, deren Baby zu früh geboren wurde und es nicht geschafft hat. Diese können sich eine Frühchenpuppe bestellen und sie samt Brutkasten und Inkubator in ihr Schlafzimmer stellen. Sobald das Reborn Ersatz für ein ehemaliges echtes Baby wird, ist es gefährlich, da so die Trauer nicht verarbeitet wird. Reborns werden aber auch zur Therapie von Demenzkranken verwendet. Sie sollen so die Kommunikation verbessern. Aber auch in Vorbereitungskurse für werdende Eltern und in Filmen werden sie verwendet. Weltweit gibt es schätzungsweise 20.000 Puppenmacher. Deutschland liegt mit 2500 Reborn-Künstlern auf Platz 3, hinter den USA und England. Je nach Aufwand und Präzision kostet ein Reborn-Baby zwischen 200 und 800 Euro. Die bisher teuerste Puppe Joelle wurde von der Künstlerin Romy Stridham angefertigt und von einem Sammler für 22.000 Euro ersteigert. Was haltet ihr von den Reborn-Babys? Könnt ihr euch sowas als Baby-Ersatz vorstellen? Eure Meinung nach da unten. Zwei nicht ganz so merkwürdige Videos zu News aus aller Welt gibt's da drüben und unter dem könnt ihr abonnieren. Dort findet ihr auch Techscalibur für allgemein Nerd Stuff Gaming Filme und in der Beschreibung alle Links zu unseren Social-Media-Seiten. Das ist richtig. Und ich gehe jetzt mich neu gebären. Wie auch immer ich das mache. Du wirst eingeschmolzen. Hoffentlich. Und dann neu gegossen. Yeah! Ich bin Ryan Gosling, Steve Gosling. Ach, der war so schlecht.